So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz mit den Stimmen der Trainer und Verantwortlichen zum Spiel des SC Magdeburg gegen Frisch Auf Göppingen. Der 26. Spieltag mit dem Endstand 28:27, zur Halbzeit 12:10. Vor 6.064 Zuschauern, die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste, Lars Kaufmann mit 6 Toren, Anton Hallén mit 7 Treffern und auf Seiten des SC Magdeburg heute erfolgreichster Werfer Robert Weber mit 9 Toren und Michael Damgaerts mit 8 Treffern. Soweit diese statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen recht herzlich den Gästetrainer Magnus Andersson und bitten um seine Meinung zu dieser Partie. Ja, schönen guten Abend. Klar, ich bin etwas enttäuscht über unsere Niederlage heute. Ich finde, wir haben einen Unentschieden vielleicht verdient, ein paar Fehler gemacht, aber da habt auch viele andere gemacht, finde ich, heute. Ja, kann nichts mehr so viel mehr sagen. So direkt nach dem Spiel bin ich so etwas enttäuscht und etwas mit Hochpuls. Und wir haben noch ein Spiel hier Samstag. Ich hoffe, wir uns gut konzentriert kann und dann haben wir ein paar Wochen Pause und dann hoffe ich, dass wir zurückkommen mit voller Energie. Danke. Dankeschön, Magnus Andersson. Ja, Bennett, wie sind deine Eindrücke von dieser Partie? Ja, guten Abend erstmal. Ich kann Magnus Enttäuschung wohl nachvollziehen. Bei mir ist natürlich das Gegenteil der Fall. Ich bin sehr glücklich über diesen Endstand, über diese 2 Punkte, die wir uns wirklich sehr, sehr hart heute erarbeiten mussten. Uns war bewusst, dass wir mit Frisch Auf Göppingen auf eine Mannschaft treffen, die ein ähnliches Programm wie wir auf dem Rücken haben, die international aktiv sind, die bis zum letzten Spiel gegen uns auch noch im DFB-Pokal aktiv waren, Bundesliga spielen, also bis zum Schluss auf 3 Hochzeiten getanzt haben. Wir haben uns natürlich gehofft, von der ersten Minute an unsere Halle mitzunehmen, durch Emotionen zu begeistern, über Kampf in dieses Spiel zu kommen. Das ist uns, glaube ich, am Anfang schwierig gelungen, sind dann aber reingekommen, haben 6-4 geführt, haben uns in diese Abwehr reingesteigert, mit einem guten Dario Quenchet dahinter, und ins Tempospiel gekommen. Machen im Tempospiel noch nicht alles richtig, sind da vielleicht manchmal etwas zu hektisch oder übermotiviert. Da müssen wir lernen, das noch mehr auf den Punkt zu bekommen. Gehen aber durchaus verdient mit 2 Toren in die Halbzeitpause. Vielleicht können es auch 3 oder 4 sein, sind aber nur 2. Kommen dann raus, machen das auch wieder bis zur 45. Minute ganz ordentlich und haben dann ab der 45. Riesenprobleme mit einer Auslösehandlung des Gegners klarzukommen, die uns bis zum Schluss mit Lars Kaufmann und in Kombination mit Mimi Kraus oder Daniel Fontaine sehr, sehr wehtut, wo wir sicherlich drüber sprechen werden. Klar wünsche ich mir auch, dass wir konsequenter und vielleicht auch ein bisschen cleverer in unserem Handeln sind und dann nicht drauf ankommen lassen auf so ein Herzschlagfinale. Aber so ist es nun mal gewesen. Und dafür muss ich trotzdem meiner Mannschaft gratulieren, da den Kopf zu behalten und dann auch die Traute zu haben, das Ding hier mit 28:27 nach Hause zu fahren, was uns, glaube ich, allen Zuschauern, Vereinen, Spielern, auch mir in dieser Phase sehr, sehr gut tut. Trotzdem sage ich zu meiner Mannschaft eine ganz wichtige Sache zum Schluss. Wir haben in dieser Woche wahrscheinlich ähnlich wie Göppingen oder anders wie Göppingen, erst die Hälfte der Wochenaufgabe erledigt. Und ab dem jetzigen Moment konzentrieren wir uns voll auf Bukarest, auf das Endspiel am Ostersonntag hier. Eine letzte Sache möchte ich dazu sagen. Ich würde mich freuen, ich bedanke mich wie immer für die Unterstützung, die heute in der Halle war. Das war fantastisch, das treibt uns an. Wenn wir das vielleicht am Sonntag annähernd auch so bekommen, das würde der Mannschaft uns ungemein helfen, unser großes Ziel, das Viertelfinale im Ruhrpokal zu erreichen. Vielen Dank, schönen Abend noch. Dankeschön, Herr Bennett Wiegertz. Ja, vielleicht hat noch der Steffen Stiebler einige Ergänzungen zu machen. Ja, schönen guten Abend. Benno hat eigentlich alles schon soweit gesagt. Ich bin natürlich auch erstmal sehr, sehr glücklich. Der Puls war auch bei mir sehr, sehr hoch in der Schlussphase. Das ist ganz normal, aber die Mannschaft hat sich das sehr stark erkämpft, diesen Sieg,
Und ich möchte mich auch nochmal bedanken bei den über 6000 Zuschauern. Das ist dieses Jahr sensationell, wie die Unterstützung ist. Und ich glaube eben gerade jetzt in der Phase, in der wir uns befinden, wo sicherlich nicht alles läuft, wie wir uns das vorstellen, ist die Unterstützung extrem wichtig und war der Sieg natürlich auch extrem wichtig. Und wir haben jetzt am Sonntag ein ganz, ganz wichtiges Spiel vor uns. Und die Jungs werden sich sicherlich dann schon morgen voll auf dieses Spiel fokussieren und heute halt schon ein bisschen regenerieren. Dankeschön. Dankeschön, Steffen Stiebler. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Verantwortlichen. Bitte mit Mikrofon. Der Kollege reicht es weiter. Danke. Ja, eine Frage an Herrn Wiegert. Gerade in der Schlussphase war ja Michael Darmgard, sag ich mal, der entscheidende Mann, hat, glaube ich, die letzten drei Tore geschossen. Ist es bewusst, dass Sie ihn auch in Situationen gehen lassen oder Spielzüge für ihn laufen, gerade in der Schlussphase, oder passiert es von alleine, dass er das Spiel da einfach so an sich reißt in diesen Momenten? Ich glaube, jeder in der Halle hat heute gesehen oder im Fernsehen, dass Mika halt heute ein gutes Händchen hatte. Ja, er war gut drauf, hat mit zwei Aktionen gebraucht, ins Spiel zu kommen, war dann aber voll da. Und natürlich fordert man dann von der Bank solche Situationen ein, um ihn in die Aktion zu bringen, dass er entscheidet, dass er guckt, wie er es auf den Punkt bringt. Das ist ihm heute sehr, sehr gut gelungen. Aber das ist auch sein Job. Das ist einfach so, das ist sein Job. Ich glaube, für ihn persönlich ist es auch ganz wichtig und tut ihm gut, weil er war in den letzten beiden Spielen auch nicht immer so wie heute. So einem jungen Kerl muss man das vielleicht zugestehen. Wir werden auch an seiner wie an unserer Mannschaftskonstant arbeiten.